Achtet hier mal auf den Rückspiegel, wie weit das Auto hinter mir entfernt ist. Aber der muss unbedingt vor meiner Nase abbiegen. Der hat's so eilig gehabt. Wir sind hier auf der E42 in Belgien, Baustelle Polleur. Vor mir sehe ich schon Warnlichter, fährt einer sehr, sehr langsam, deshalb drossel ich auch mal runter. Ist zwar zweispurig, aber auf der linken Seite für LKW zu schmal. Was hat er denn für ein Problem? Ich werde es gleich sehen, er hat einen mächtigen Reifenplatzer, der Reifen ist auch schon fast von der Felge runter. Früher hat man alle ein Reserverad im Auto. Dann kamen Noträder, die haben Platz und Gewicht gespart. In einem Auto habe ich so ein Notrad, in dem anderen habe ich weder Not- noch Reserverad, sondern eine Spraydose mit einem Reifenfüllventil drauf. Das setzt man dann drauf und das soll kleine Löcher abdichten und den Reifen auch wieder so weit aufblasen, dass man weiterfahren kann. Aber wenn der Reifen schon von der Felge runterhängt, nützt das auch nichts. Der arme Kerl hat es vielleicht auch am Parkplatz geschafft, ohne dass ihm der Reifen von der Felge geflogen ist und die Felge auch noch kaputt ist. Dann braucht er nämlich ein komplettes neues Rad. Was hat denn dann der? Dunkelgrün? Wir sind hier auf der E42 in Belgien, auf einem steilen Anstieg, dreispurig, kaum Verkehr. Aber anscheinend reichen die drei Spuren nicht. Einer hatte die Idee, er macht eine vierte Spur auf der Standspur. Und kommt gleich.